Meinzeln und das ganze Let's Play. Plus und Tee ist der verschlafene Faktbauer aus Bayern. Hat ein Problem. Und wir sind hier, um das Problem zu lösen, weil wir sind Ritter. Ich habe auch gesehen, sein Unkraut, Gemüse da, was auch immer das ist, so jetzt auch mit weggemacht. Gnädig, ne? Voll krass aufgemacht sind. Ich hoffe, dann spricht er auch Bescheid. Und wenn nicht, dann kann er auch nicht helfen. Ich kann jetzt nicht mehr noch eine Sprachschule eröffnen. Oh fuck, Alter, wie viele Ficker sind denn dort hier? Bums. Irgendwas werde ich erwischt haben. Immer positiv denken. Ich frage mich, wenn ich hier weiter runtergehe, ob ich eventuell dann zu diesem einen Ding hinkomme. Was dann versperrt war. Weißt du, was ich denn öffnen könnte, so als dididim? Ja, das ist die Stelle. Das könnte mir helfen. Vielleicht macht der mir dort auch uff, weil ich ihm geholfen habe. Also ich würde das jetzt mal als Hilfe interpretieren. Mai, dankeschön, Fias Aufräumer. Da kriegen sie auch Wiederbelebungsblume. Kennen wir uns jederzeit wieder oder ich gebe ihnen nur eine. Nur eine. Keine Ahnung. Tja. So kann's gehen. Ich verwette meinen Arsch, sobald ich wieder in das Haus reingehe und rausgehe. Wir müssen sie verpilzen, deswegen gehen wir erstmal runter und öffnen den Secret Gang. Also was kein Secret ist, Shortcut. Aha, aha, I like it. Aha, aha, aha. Also eigentlich nicht, weil es voll scheiße ist, hier immer um Pudding laufen musste für die Scheiße. Ja gut, wir haben es jetzt gemacht, dann gehen wir noch ins Haus. Oh ne, guck mal. Was Glück gehabt. Da kommen doch nicht wieder die Kackviecher. Ja, die Truhe nehme ich mir. Oh, das Elixier kann man immer gebrauchen. Also kann ich vor allem immer gebrauchen. Ja. Cool, also da kriege ich anscheinend immer gratis Wiederbelebungsblumen. Da sage ich auch nicht nein zu. Alter, die sind echt gut, die Dinger. Warum, weil ich das immer verhunze, ne? Und ich darauf achte. Oh, fuck off, Angry Birds. Nein, noch mehr. Geht mal, warum? Warum gehen die mir alle auf den Sack? Also links. Geht einfach weg. Nein! Die kann ich echt nur verletzen, wenn die halt Sturzflug machen, was voll scheiße ist. Quietschniedlich, aber die nerven. Ich möchte einfach auf die drauf treten. That's the life! Die Novizen in der Rose hatten ein Wort gehalten. Der Lift zum Schneefallgipfel war herabgesenkt. Cool. Ich hoffe, sie holt sich dort oben keinen Schniefnase. Oh. Schauen wir mal. Das Ding stürzt bestimmt ab. Nein? Habe ich Glück gehabt. Obwohl, wir sind noch nicht oben. Noch kann alles passieren. Okay, haben es überlebt. Laternen. Ich dachte schon, es wäre ein kleines Männchen. Rothaarige Dorfbewohner bevölkerten das verschneite Pinienzapfingen. Wäre geil, danke Brief, Postbot, für diesen Tab mit den roten Haaren. Während der Duft von einem heißen Kakao die Luft erfüllte. Oh, bist du der Junge, der sucht? Nee. War auf jeden Fall ein Junge, meine ich, ne? Schießbude, geil. Schießbude bin ich ein Fan von, auch im Real Life. Hallo, Lust auf ein Bogenschießspiel? Ihr könnt schicke Preise gewinnen. Dafür müssen alle 5 Pfeile ein Ziel treffen. Oh, 25 Münzen pro Spiel. Bei einem Volltreffer gibt es das Geld zurück. Jo. Oh, fucking Zelda. Ach so. Ah, okay. Schild darf ich nicht. Verstanden. Bun. Oh, wow. Ich muss wirklich... Oh, komm. Das ist so scheiße. Dann geht echt. Ich hab gedacht, ich
Wenn ich daneben schieße, schieße ich daneben. Ja, scheiße. Das ist echt scheiße. Ein Shop. Ja. Ich wollte eigentlich nur den Fässer kaputt machen. Nein. Nee, also das da brauche ich nicht kaufen. Also die Federn. Ne. Scheiß, Mann. Was ist das hier? Geil, Dr. Sombers. Das sieht auch sehr, sehr lebendig aus. Geh mir bloß vom Leib, Junge. Oh, was wollt ihr? Warum ich so wütend bin? Ich war einst ein geachteter Wissenschaftler im Bereich der Magieauswirkung auf Tote. Mein Ziel war, eine Impfung zu finden, die Nekromanten abhielt, Leichen für Böses zu gebrauchen. Aber dann beschuldigt mich der Bruder des Königs, ich würde eine Untotenarmee züchten. Ich wurde aus dem Königreich verbannt und war gezwungen, mich in dieser winterlichen Einöde einzurichten. Achso, da hängen überall Zombies, sehe ich auch gerade. Wenn ich nur meine Forschung fortführen könnte. Mir mangelt es an Testsubjekten und Zombiehirn. Zu jagen ist gefährliche Arbeit. Kämpft ihr gerne? Nein? Okay. Zudem können wir die Hirne bringen. Könnte ich auch mal direkt töten. Dann habe ich schon mal wieder ein paar Hirne. Boah, Junge, das sieht aber echt nicht gesund aus, ne? Ich glaube, wurde schon gebissen. Und dass die Köpfe auch noch hier draußen rumstehen. Ich dachte, es wäre irgendwie was anderes. So ein Tantladen halt, ne? Katakomben unter dem Froschschutzwohnern waren die Überreste von Hunderten von Mönchen. Oh ne, Zombies. Ja, schön. Oh, verdammte Axt, wie muss ich denn den scheiß Brief geben? Ich weiß, es war ein Kerl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Kerl war. Ich weiß aber auch nicht mehr. Pinienzapfing ist so ein friedlicher Ort. Die ruhigen Gräber, die frische Luft und die hohen Bäume, also deswegen ist auch ein Zombie-Typ toll, lassen mich die Schwierigkeiten vergessen, die ich bekomme, wenn die Notizen von meiner Flucht erfahren. Ich würde mich lieber in einer Zombie-Apokalypse, oh verdammte Axt, Foreshadowing-Apokalypse in einem Sneesturm stellen als meiner Mentorin, wenn sie wütend ist. Umhänge waschen und Bücher abstauben, bis ich so alt wie König Orchidee bin, klingt nicht so spaßig. Boah, das bockt der jetzt nicht so, ne? Das kann mir wünschen, dass es später sehr eine Rettung ist, ein Heiltrank, aber wir haben nicht genug Geld dafür. Im Moment, die würden uns einfach so einen Heiltrank geben. Ha, bitteschön. Ich hoffe, das war kein Sonnenschein-Shit-Dings. Ja, lecko mio. Ich frage mich immer noch, wenn ich den Scheißbrief geben muss. Ey, mit Orangenhaare. Hehehe. Die ganzen Gingers hier haben alle keine Seele. Kein Wunder, dass sie bei den Zombies sind. Ich hatte einen reizenden Aufenthalt in Pinienzapfing. Obwohl es wirklich kalt ist, haben die Leute stets ein Lächeln auf den Lippen. Meine nächste Station ist der Frostwurzschrein. Das heißt, dass man einen gigantischen, schneebedeckten Friedhof überqueren muss. Oh nee. Um dorthin zu gelangen. Mit ein wenig köstlichem Kakao soll es kein Problem sein, meine Backen vom Abfrieren zu bewahren. Falls sie doch abfrieren, genehmige ich mir ein Bad in einer heißen Quelle. Boah. Nee. Aber wer es nicht weiß, ich hasse Friedhöfe, ich hasse Zombies. Kann ich mit dir auch reden? Okay, ich kann mit diesen Gesandten nicht reden. Ich kann sondern mit meinem Schwert schlagen, auch schön. Nee, das war hier so schön und idyllisch und ich habe mich auf Schnee und so ein Shit gefreut und dann kommt so eine Kacke. Ha, übrigens, Friedhof-Zombie magst du ja so gerne. Scheiß Panflötenspieler, Alter. Und ich habe immer noch nicht den Deppen gefunden, dem ich den Brief geben soll. Ich habe auch vergessen, ob es ein Mädchen oder Junge war. Ich ging von einem Jungen aus, aber ich glaube, es war falsch. Oder bist du jetzt? Hier sind noch mehr. Komm her, du Lelek. Bist du der Briefempfänger? Ja, ein Brief? Cool, ich dachte, die Leute schicken sowas gar nicht mehr. Ist wohl ganz praktisch, dass ich einen Namen habe. Sonst hättest du mich nie gefunden. Oh wow, ich hasse ihn jetzt schon. Ja, ich habe ja auch die super Beschreibung bekommen. Der Orangenschaarige und er heißt Jack. Tolle Wurst, ey. Und wenn man das schon mal ad acta, eure Truhe nehme ich mit. Ihr seht alle, ehrlich gesagt, voll traurig aus. Vom Sprite her, ich weiß nicht, ob das blaue unter den Augen Ohrringe sein sollen oder Tränen. Warum weint ihr und hat diese graue Kleidung und so? Das sieht mehr aus wie fucking eine Trauergemeinde. Aber gut, wenn du auch direkt nebenan über so einen großen Friedhof latschen musst. Oder halt, ja, scheiße, Alter, würde ich auch nur Trauerkleidung tragen. Das wird nämlich ja voll... Nein, scheiße.
Diese vermaledeite Mönche, wegen der heiligen Präsenz, die sie hinterließen, kann ich den Tempel nicht betreten und die Eisorche dienen darin zerstören. Ich werde ihre gefrorene Leiche gebrauchen, damit sich niemand ihrem Tempel auch nähert. Das schließt dich ein, Rekrut. Dritter Feuer meiner Eislegion. Oha. Oh nein, der diplomatische Zauber des Sechsmeisters beschwört die Toten, um die junge Ritterin zu empfangen. Nee. Verpisst euch. Ihr seid doch alle eklig. Ey. Warte mal. Einfach nur weh. Nein, ich mag auch keine Horrorfilme. Ich mag auch keine fucking Zombie-Filme. Hey, es hat einen Grund, warum ich kein Resident Evil spiele. Wobei ich sagen muss, die neueren, die sind nicht mehr so schlimm. Ich finde, die, kein Jumpscare mehr, kein wirkliches Rätsel lösen. Das ist meistens ein Action-Geschüssel. So, wie komme ich jetzt in den Scheiß schreien? Muss ich jetzt. Oh, lass mich rein. Oh, nee. Ich bin noch gar nicht am Ziel. Oh, es kommen noch mehr Zombies. 100 pro. Okay, dann nicht. Dann gehe ich da erstmal. Oh, was? Ich muss da ganz hin in die Ecke? Oh, verarsch mich nicht. Und dann auf dem Weg dahin diese ganzen behinderten Viecher und dieser Kronus oder Krokus. Ist ja eine Blume. Angelehnte Kakta, aber da wird 100 pro. Lol. Sind die Menschen? Was machst du denn hier? Sind über Leichen? Archäologen. Hey, Kollegin, hier gibt es nicht viel zu betrachten, aber. Außer dem Mönchtempel. Habe ich ausdrücklich gehört, dass in einem dieser Gräber ein Schatz vergraben sein soll. Aber jedes Mal, wenn ich im Dreck wühle, werde ich von den Untoten angegriffen. Ich bin von der Gräfe erschrocken. Würdet ihr mich verteidigen, junge Ritterin? Ich würde euch sogar was. Okay. Ich grabe, während ihr sie zu Brei farbet. Verstanden? Jo. Nee, weiß ich nicht. Ich bin vorhin verloren. Ich hätte gerne eine scheiß Schaufel. Die kannst du mir gerne geben. Ey, diese Kack-Drecks-Zombies nerven einfach nur. Also ich muss sagen, da finde ich stellenweise Zelda oder aber eben auch Legacy of Kain gruseliger. Also vor allem Twilight Princess, Alter. Dieser eine scheiß... Was war das? Gipto oder so? Ich habe keine Ahnung. Der um die Ecke ist, wo man diese hässlichen Seelen sammeln muss, ne? Ich habe mich echt, ja, nicht unbedingt eingeschissen, aber ich habe voll den Herzkasper bekommen, weil ich nicht gewusst habe, dass da einer steht. Mich okay, der hätte auch ein Lampenschirm stehen können, theoretisch, ne? Ich hätte mich einfach krass erschrocken. Oder ich habe mich krass erschrocken. Und seitdem weiß ich das und nochmal Replay weiß ich ganz genau, Achtung, da ist ein Arschloch. Ja, die sahen aber auch echt fies aus. Die sahen mega fies aus. Also, nee. Sag mal, hast es bald? Du hast das Grab doch schon geöffnet. Ey, jetzt hol doch mal den scheiß Schatz. Wie lange soll ich denn hier noch die Viecher kloppen? Nerven mich vor allen Dingen. Ey, da hast du doch auch schon gebuddelt. Ja, jetzt habe ich dich einmal hauen lassen. Toll. Oder bin ich scheiß Gehirn fertig. Ich habe das Gold gefunden. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir sprachen eure Hilfe. Nur Gold. Naja, besser als nix, ne? Oh! Ist ja voll am Durchdrehen. Ich sage nix. Ich bedanke mich. Okay, man muss sagen, der Aufwand muss sich auch gelohnt haben. Oh nee, ein Eisskelett. Boah, Alter, nee. Also der nächste Dungeon Call, ich würde richtig scheiße. Der Weg dahin ist ja schon die letzte Grütze. Oh, verpisst euch doch alle. Ich ignoriere euch jetzt. Gott, muss ich nur lange laufen. Verpisst euch. Geh mir nicht auf den Nerv. Steh mir nicht im Weg rum. Lilly fühlt eine einzigartige warme Luft über ihre Wangen streicheln. Gleich dort waren nackige Menschen. Die berühmten heißen Quellen des gefrorenen Nordens. Der hat doch 100 pro keine Hose an. Das war die Frage, wenn ich jetzt hier runterspringe, ne? Komme ich da auch wieder safe? Boah, ich muss bestimmt hier oben lang. Oh nee, ich hab keinen Bock auf die verschissenen Kack-Zombies. Nerven. Ja, war klar, jetzt komme ich wieder hier rausgeschissen. Wer hat sich auch gedacht, boah, so ein riesenlanger Friedhof, ne? Das ist eine Top-Idee. Top-Notch, ey. Also sollten wir auf jeden Fall machen.
Ich schätze doch eure Toten einfach ein. Vor mir oben sind doch richtig gut gelagert. Kryoka war schon fast, ne? Ja, und jetzt wimmelt der Timer auch noch. Oh, fuck off, Mann. Ich sehe nichts, weil ihr im Weg seid. Timer Schnauze. Okay. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch Spaß und Regen.